Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Bound by Flame. Ja, wir sind hier unterwegs mit unserer wundervollen Begleiterin Edwin in einer romantischen Nacht. Wir müssen, bevor wir nachschauen, was es mit den Leuten auf sich hat, die sich hier seltsam benehmen, müssen wir ein paar Nebenquests abschließen. Die Frage ist nur, wo sind die? Das ist so aktuell mein Problem bei der ganzen Sache. Irgendwo müssen die ja sein. Ich warte hier auf dich. Gut, die wartet da drin in den Schlafsack gehen. Aber ich wollte sie mitnehmen, verdammt. Ja, wollte sie natürlich wieder nicht. Es ist wieder, na gut. Ich will auch nur da rein, weil ich noch nie drin war, glaube ich. Kurz nachschauen, was hier drin so... Okay, hier kann ich mit den Leuten reden. Der lebt vielleicht noch. Söldner. Warst du Eolas Assistent? Das bin ich. Ich meine, ich war seine rechte Hand, um genau zu sein. Du und ich müssen reden. Und ich hoffe für dich, dass mir das Gespräch gefällt. Was zur Hölle hat ein großartiger Meister im Sumpf gemacht? Wer ist diese Edwin, die er dort gefangen hielt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Er hat nie etwas über den Sumpf erzählt oder dass er jemanden gefangen hält. Zudem pflegt unser Orden nicht. Du musst wissen, wer diese Frau ist. Warum wurde sie eingesperrt? Du musst wissen, wer diese Frau ist. Ja, natürlich. Sie ist eine Hexe. Viel mächtiger in der Magie, als es jeder Weise je sein wird. Vor einigen Monaten haben wir sie dabei erwischt, wie sie antike Schriften aus dem Lager des Ordens stehlen wollte. Was für Schriften? Sehr theoretische Schriften über Magie. Um ehrlich zu sein, ist das nicht mein Fachgebiet. Aber sie handeln von dem Weltherz und der Herkunft der dunklen Eisfürsten. Unser Meister dachte, sie könnte uns besser bei unseren Nachforschungen helfen, als im Gefängnis zu sitzen. Er traf eine Vereinbarung mit ihr... Und so begleitete sie uns bei unserer Suche. Aha. Also weshalb wurde sie eingesperrt? Ich vermute, dass es einen Zusammenhang zu ihrer Vereinbarung mit meinem Meister gibt. Auch wenn ich nicht verstehe, warum alles so gekommen ist. Soweit ich verstanden habe, wurde vereinbart, dass sie weiterhin unsere Archive benutzen durfte, wenn sie uns bei dem Ritual hilft. Das im Tempel? Ja. Sie hat uns geholfen, den Katalysator zu erzeugen. Unsere Intention war gut gemeint. Das Ritual sollte uns helfen, Verbindung zum Weltherz herzustellen, um jene der dunklen Eisfürsten zu unterbrechen. Es lief nicht wie geplant. Exakt. Ich vermute, dass das mit ihr zu tun hat. Sie muss den Katalysator sabotiert haben, damit das Ritual fehlschlägt. Jetzt erkenne ich, dass wir ihr nie hätten trauen dürfen. Unser Meister scheint das erkannt zu haben und wurde misstrauisch. Daher wird er sie eingesperrt haben, auch wenn das nicht seiner Natur entspricht. Warum wollte er das Geheimnis so sehr bewahren, dass er bereit war, dafür seine Tochter zu töten? Ich war nicht deutlich genug. Er war ein weiser und guter Mann, der seine Tochter liebte, auch wenn er ihr gegenüber sehr fordernd war. Zumindest sehe ich das so. Okay, und jetzt? Was passiert jetzt? Was wird aus eurem Orden und unserem Vertrag? Unser Orden wird so weitermachen wie immer, auch wenn unser Meister tot ist. Durch das Ableben von Eolas ist es meine Aufgabe zu führen. Unser Vertrag gilt noch. Das traurige Schicksal, das uns alle heimgesucht hat, ändert gar nichts daran. Und die freien Klingen halten ihre Abmachungen. Nun gut. Okay. Wechseln wir das Thema. Vulkan, was kann ich für dich tun? Du siehst mir schon sympathisch aus. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Oder auch nicht. Ich habe einige Fragen. Kann ich etwas für dich tun? Kann ich etwas für dich tun? Ja, du bist gerade richtig gekommen. Unser Heiler Silban braucht Hilfe. Kannst du ihm helfen? Okay, kann ich machen.
Erzähl mir mehr über deinen Orden. Vor dem Krieg waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, alle Arten von Wissen zu sammeln und zu sichern. Wir waren überall auf dem Kontinent vertreten und hatten in jeder großen Stadt ein Archiv. Wir haben alle möglichen Quellen des Wissens studiert und gesichert. Zudem gaben wir Informationen und Pflege. Auch wenn wir keine guten Magier waren, so konnte uns unser Wissen dabei unterstützen, den Verwundeten und Kranken zu helfen. Das wäre es. Ich könnte dir zwar noch Stunden von unserer Geschichte erzählen, aber ich glaube nicht, dass dich das wirklich interessiert. Nee, tut's nicht. Was ist über die Eisfürsten? Hast du da was? Mit all dem Wissen, das ihr Weisen gesammelt habt, müsst ihr doch bestimmt etwas über die dunklen Eisfürsten wissen. Wir kennen tatsächlich ein paar ihrer Geheimnisse und einen Großteil ihrer Geschichte. Irgendetwas, das uns im Kampf hilft? Nicht wirklich. Wir hatten gehofft, durch das Ritual zu erreichen, ihre Macht anzugreifen. Aber du hast ja gesehen, was passiert ist. So kann man es auch beschreiben. Diesbezüglich frage ich mich, ob wir nicht unbewusst die Ursache für ihren Untergang erschaffen haben. Ich kann dir nicht folgen. Was du in dir trägst, könnte ihren Untergang bedeuten. Auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, wie oder warum. Aber leider könnte es auch unseren Untergang bedeuten, solange wir nicht mehr darüber erfahren. Okay, passt. Danke für die Auskunft. Du bist mir jetzt schon sympathischer als ein Großteil der anderen. Also als ein ehemaliger Boss. Öffnen. Will ich nicht. Die sind dort. Ach, da ist die Dame. Ja, hallo Sibyl. Hallo. Wie geht's dir? Geh weg, Vulkan. Ich will nicht mit dir reden. Du müsst reden, deine Zweifel beherrschen dich. Erstmal so. Tut mir leid mit deinem Vater. Sie hat mich überrascht. Ich hatte keine Chance, ihn zu beschützen. Auch wenn ich wünschte, du hättest ihn gerettet, war es nicht deine Schuld. Die Hexe ist schuld. Ja, auch wenn es verständlich ist, dass sie sauer auf deinen Vater war. Was immer er ihr angetan hat, er hat nicht verdient, so zu sterben. Sie ist eine Mörderin, ein Monster. Also ja, ist ein Monster, das dir wohl das Leben gerettet hat. Vielleicht. Aber warum wurde sie von meinem Vater gefangen gehalten? Wusste er, dass sie ihn töten wollte? Er hatte uns zu seinem Schutz. Und wenn er nicht plötzlich im Sumpf gewesen wäre, würde er noch leben. Das macht einfach keinen Sinn. Wir müssen herausfinden, was er vorhatte. Er muss etwas geplant haben, weil er mit niemandem darüber gesprochen hat. Nicht einmal mit denen, die ihn beschützen sollten. Was wirfst du ihm vor? Das sehen wir noch. Nichts, wirklich. Ich stelle nur Fragen. Aber ich brauche deine Hilfe, um die Antworten zu finden. Ich werde dir helfen. Ich will genauso wie du wissen, was passiert ist. Ach ja, wir haben jetzt die als Begleiterin dabei. Du kommst nicht mit. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was möchtest du wissen? Ach ja, wir haben ja neue Kreaturen. Also dann. Hast du irgendwelchen... Habe ich. Und zwar, nun, da gab es die Sumpfbestie. Die Kleinen werden gar nicht peitschen. Giftepilz haben wir. Da gab es doch diese spinnenartigen oder was, raptorenartigen Biester. Wir haben mit der Kreatur gekämpft, die wir Sumpfbestie genannt haben. Wenn du mal zurückdenkst, weißt du, dass ich dabei war. Warst du nicht? Ich war mit dem anderen dort. Ich weiß. Aber bezogen darauf, was passiert ist, du wohl auch nicht. Die Suche nach Wissen hat ihre Grenzen. Ich denke, ich kann gut auf weitere Informationen über das scheußliche Ding verzichten. Dann halt nicht. Dann lassen wir's. Ich muss gehen, ist mir eigentlich scheißegal. Ich wollte nur wissen, ob du was zu sagen hast. Jetzt ist die junge Dame zickig. Das ist wieder... Ich sehe, du brauchst auch Hilfe mit dem Bastard, ne?
Ich sprach gerade mit Lyestas. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, mein Kollege übertreibt mit der Dringlichkeit meiner Hilfesuche. Aber es gibt tatsächlich etwas, das du für mich tun kannst. Wie du sicher bemerkt hast, gibt es eine Art Verderbnis im Sumpf. Sie scheint im Norden am stärksten zu sein. Wenn du ein paar Exemplare der Pflanzen und Tiere aus dem Gebiet besorgen könntest, wäre ich in der Lage, mehr darüber herauszufinden. Ach, was für ein Zufall. Wir müssen eh grad dahin. Kein Problem. Ich wollte sowieso in die Richtung. Wir gehen mal. Passt schon. Ich glaube, ich brauche keine Fragen bei dem zu stellen, oder doch? Wir machen trotzdem nochmal. Ich möchte... Wusstest du von Edwin? Fragst du mich, ob ich Eolas geholfen habe? Nein, auf keinen Fall freiwillig. Unser letzter Großmeister sagte mir, dass ich medizinische Untersuchungen an ihr vornehmen soll, während sie noch unser Gast war. Natürlich sollte ich das heimlich machen. Also konnte ich sie nicht wirklich untersuchen. Was hast du herausgefunden? Abgesehen davon, dass sie eine menschliche Frau zu sein scheint und dazu noch kerngesund? Nichts. Also ist alles normal? Scheinbar. Aber wie schon gesagt, ich konnte sie nicht wirklich untersuchen. Alles wirkt normal, was nicht unbedingt das Gleiche bedeutet. Um auf deine Frage zurückzukommen... Die einzige Rolle, die ich gespielt habe, bestand darin, unserem Großmeister einen starken Schlaftrank herzustellen. Ach so. Er muss ihn benutzt haben, um sie zu fangen. Aber glaube mir, ich hatte keine Ahnung, wer das Opfer sein sollte. Hast du eine Ahnung, was mit mir passiert? Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Dein Zustand hat mehr mit Magie als mit Medizin zu tun. Deine Symptome erinnern mich an gewisse Geisteskrankheiten, bei denen der Patient glaubt, er würde Stimmen in seinem Kopf hören. Und diese Irren können auch das Feuer beherrschen und haben glühende Augen? Du würdest dich wundern, was die können. Aber offensichtlich bist du keiner von ihnen. Ach, das ist gut. Eventuell bekommst du deine Antworten, wenn du sie beobachtest. Ich glaube sogar, dass die meisten dieser armen Irren am Ende der dunkelsten Seite ihres Charakters die Oberhand lassen. Sorge dafür, dass dir das nicht auch passiert. Nee, alles passiert nicht. Ich gehe jetzt. Niemals, würde doch niemals das, nee. Gut, wir müssen Proben sammeln. Das gefällt mir. Das heißt, wir können sowieso in die gleiche Richtung gehen. Das heißt, wir holen jetzt nochmal unsere werte Dame zurück. Müsste die nicht noch automatisch mitkommen oder muss man die jedes Mal wieder anklicken und sagen, komm mit? Ich glaube, wir müssen die jedes Mal. Edwin, ich muss. Worum geht es? Ich brauche da. Was bietest du mir? Schwertspielchen, Misstrauen und Sarkasmus? Ha! Wie kann ich da Nein sagen? Ich weiß, ich bin einfach ein sympathischer Mann. Gut, geht mal. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch, sehe ich das richtig, Hauptquest. So wie das aussieht, korrekt. Ich gehe noch kurz zum alten Schmied hin. Der war doch gerade hier. Mal sehen, was er... Ja, du bist zurückgekommen. Zeig mir deine... Okay, das ist nichts von... Oh. Starker. 10% Crit. Physischer Schaden, Tarnmodus, stärker und Schaden auch recht stark. Wisst ihr was? Da würde ich schon fast behaupten, ist gekauft. Helfen... Alter, das sieht auch geil aus. Magiewiderstand vor allem. Vor allem sieht die Rüstung einfach gut aus. Den Elfenhelm. Ja. Stahl müssen wir noch haben. Das kostet aber 200. Wir haben gar nicht so viel. Wir haben noch 150. Sehe ich gerade. Mit den 150 können wir uns nicht mal das hier... Auch wir könnten uns noch die Rüstung holen. Aber, nee.
Erstmal so.